Akrobat schön, wie man so sagt. Also sein Markenzeichen Akrobat schön, wenn ein Geruchsmarkenzeichen nicht möglich war. Ja. Gut. Grock musste nie nach Gagen und Ideen suchen. Alle Tricks sind irgendwie aus einer spontanen Situation entstanden. Sie kamen einfach so. Sie waren plötzlich da. Grock war ein Possenreiter ohnegleichen. Sein Gesichtsausdruck konnte großes Gelächter auslösen. Er war sich auch bewusst, dass seine ständige wechselnde Grimassen unnachahmlich waren. Seine Mimik folgte immer dem Charakter seiner Musik. Dazwischen strahlte er eine absolute Natürlichkeit aus, was bezeugte, dass er nicht nur mit dem Körper, sondern auch mit dem Herzen parodierte. Grock zelebrierte demnach nicht nur den Clown, er lebte ihn auch. So erzählt eine schöne Geschichte, dass er jeweils vor der Vorstellung durch das Guckloch des Bühnenvorhangs schaute und zu sich selber sagte: Mein liebes, liebes Publikum, ich danke dir, dass du so zahlreich erschienen bist, um mich zu sehen. Ich will auch alles tun, um dich zu erfreuen. Grock soll auf die mehrfach gestellte Frage, warum er Clown geworden sei, geantwortet haben: Weil ich wollte. Klipp und klar. Das war die einzige richtige Antwort, denn er arbeitete in seiner Kindheit stets auf dieses Ziel hin. Das kann man in diesem Buch nachlesen und das stimmt. Er wollte aber Clown werden. Grocks langes gedehntes Warum oder Sablage war nicht nur minder beklatscht worden als sein eigenartiges Nicht-Möglich. Er verblüffte mit seinem Warum sein Gegenüber immer dann, wenn dieses Wort nicht angebracht war. Vor allem aber war sein Nicht-Möglich seine weitgeschnittene, schlampige und karierte Rockhose und die kleine Geige im großen Koffer zeitlebens die unverwechselbaren Markenzeichen der Glocke. Er liebte sein Publikum und das Publikum liebte ihn. Er spielte auch für sein Publikum und dieses wiederum spielte für ihn eine wichtige und zentrale Rolle. Über 35 Millionen Menschen sollen ihn bewundert haben. Grock betitelt sich selber einmal als köstlichen, unnachahmlichen, unwiderstehlichen, unübertrefflichen, erschütternden, überwältigenden, genialen, göttlichen Grock. Hat er übertrieben? Fragezeichen, kaum. Gut, das sind so Geschichten und ich habe mir gestattet, hier noch eine kleine Geschichte, die ich per Zufall gewonnen habe, vorzulesen. Die hat mich so köstlich, habe ich da gedacht, das muss ich einfach vorlesen. Der berühmte Clown Grock. Das steht nicht in meinem Buch, aber ich wollte Ihnen diese Geschichte erzählen. Das ist typisch Grock. Der berühmte Clown Grock erhält eines Tages einen Brief, der voll von falschen Behauptungen und schlimmen Beschuldigungen war. Seine Freunde raten ihm, den Absender des Briefes zu verklagen. Auch ein Clown kann ja nicht immer nur lustig sein, aber Grock winkte ab. Ich möchte das anders regeln, sagte der Clown. Er schickte den Brief zurück an den